Hallo, meine Lieben. Und zwar habe ich einen neuen Haul für euch. Ich war heute mit meiner Mama, meinem Papa, mit meinem kleinsten, mittleren Bruder und mit meinem Mann waren wir heute im H&M, im New Yorker, im, ja, noch ein paar anderen Geschäften. GameStop waren wir gewesen. Das war so, ja, so ein Forum gewesen, wo wir waren. Und genau. Dann waren wir noch im Klobus gewesen, ein paar Teile einkaufen. Wir waren tanken. Genau. Wir waren im Lidl gewesen, ich und mein Mann. Da hat mein Mann sich schon eine kleine Dose Kong Energy Drink geholt. Eine mittlere Schachtel, nee, eine große Schachtel Zigaretten hat er sich geholt. Und wir haben uns da, die hat der Lidl scheinbar neu, von Kong Strong Wild Power 1,5 Liter, diese Urban Classic Energy Drink, genau diese hier, haben wir dann zweimal mitgenommen, Energy Drink, genau. Im Action war ich gewesen, op, op. Genau. So, im Globus habe ich und mein Mann, ich habe einen Pizza-Fleischkäse gegessen und mein Mann hatte normalen Fleischkäse, genau. Ich zeige euch erstmal gerade die Sachen im, vom Action. Im Action habe ich mir einmal diese Kinder Pieno geholt, die Originalen. Dann habe ich mir einmal diese Palette hier geholt. Diese hier. Da sind hinten die Farben drauf. Dann habe ich mir einmal diese Palette geholt. Da sind diese schönen Farben drauf. Genau. Mein Mann, ja, der hat sich hier diese Colorados geholt. Dann habe ich hier für meinen Mann neue Strümpfe geholt. Das sind eins, zwei, drei Paar. Genau. Habe ich mir im Action einmal diese schönen Haargummis hier geholt. Da sind auch so wunderschöne Motive mit drauf. Hier oben wie ein Seepferdchen und eine Schildkröte. Hier unten ist eine Libelle drauf. Ja, hat mir sehr gut gefallen, neue Haargummis. Und Haargummis kann ich immer gebrauchen, weil meine Haare sind so schwer. Nee, echt, ey. Dann habe ich mir zweimal diese neuen Haartücher geholt. Davon habe ich ja schon die drei pinken. Genau. Erstens ist ja hier so, die Haare dort reinzumachen, dann drehen und dann oben zumachen mit so einem Knopf. Genau. Die weißen wollte ich unbedingt noch haben. Jetzt habe ich mir zweimal die weißen geholt. Dann habe ich einmal im Action Toilettenpapier geholt mit Kamille. Riecht auch wirklich gut. War für 1,94 Euro oder irgendwie sowas. Einmal Toilettenpapier. Genau. Ja, dann zeige ich euch gerade mal den kleinen Food Hall. Im Action haben wir noch mal diese 5er Jum Jum Nudeln geholt. Dann im Globus, da haben wir einmal ja Salat gekauft. Salat. Dann haben wir uns da einmal Klobus Fleischwurst im Ring geholt. 4,20 Euro. Genau. Die schmeckt ultra lecker. Mega lecker. Hier hinten an der Seite, da könnt ihr mein Eulenbild zur Hälfte schon mal schon sehen. Dann habe ich mir einmal Actimel geholt in Erdbeergeschmack. Die trinke ich sehr, sehr gerne. Die waren im Angebot. Dann haben wir einmal eine Dose Suppe geholt, Chili con Carne, 800 Gramm. Mal probieren. Dann haben wir einmal geholt Schweinebauchscheiben gewürzt für 1,26 Euro zum Grillen. Dann haben wir einmal Globus Rohesser nach Art einer groben Mettwurst, 3,06 Euro. Genau, die esse ich auch sehr gerne. Und wir haben dort Globus Mettwürstchen nach Art einer groben Mettwurst. Genau, 2,55 Euro. Die esse ich auch sehr gerne dort. Dann habe ich mir von Big Miss
Soleil, ja, mit Vitamin E einen Rasierer mitgenommen und der hat mir mega gut gefallen. Ich mache den mal gerade hier oben auf, dann zeige ich den euch mal. Der hat mir ultra gut gefallen, seht ihr das? Mit diesem schönen, wunderschönen Motiv und vor allem allein der Griff auch für den Finger rein zu tun, um sich besser zu rasieren. Und den Klingenkopf hier, den kann man wechseln. Darum ging es mir. Deswegen kam einmal dieser mit. Dann war im Angebot gewesen 10 Stück Milchschnitte. Dann hat meine Mama mir gesagt, dass es eine neue Soße gibt von Maggi. Kann man kalt oder auch warm essen. Soße für Currywurst. Kalt und warm lecker. Genau, die waren auch für 1,49 € im Angebot gewesen. Und die wollten wir einfach mal ausprobieren. Und genauso haben wir auch die Soße geholt mit Dippen, Peppen, Würzen. Asiasoße, süß, scharf. Die wollte ich unbedingt mal ausprobieren, weil ich esse ja gerne süß-sauer. Genau. Dann, wie gesagt, war ich im New Yorker. Und ich war hier in dem Chlori, ja, in diesem Laden war ich gewesen. Da habe ich mir schöne Ohrringe geholt. Die waren von 7,99 € auf 3 € runtergesetzt. Und zwar habe ich mir diese wunderschönen Ohrringe hier mitgenommen. Die gefallen mir so gut, diese Kreolen. Und ich wollte so welche schon mal unbedingt haben. Deswegen habe ich mir einmal diese Ohrringe mitgenommen. Dann, wie gesagt, im New Yorker, da habe ich mir für 3,99 € in Größe L, habe ich mir so einen Top gekauft. Das zieht man ja hier so an, dann ist das hier so ein bisschen bauchfrei. Aber ich ziehe drunter ein schlichtes schwarzes T-Shirt drunter mit Spaghetti-Träger und das ziehe ich dann einfach drauf und das sieht dann sehr, sehr schön aus. Und für hier zu Hause, ganz ehrlich, ziehe ich die Dinge auch so an, weil hier zu Hause sieht mich keiner, außer mein Mann. Genau, habe ich mal das geholt. Mein Mann hat sich im New Yorker eine richtig schöne silberne Kette gekauft und einen schwarzen schönen Ring hat mein Mann sich geholt. Genau, hat er schon an, deswegen kann ich es jetzt nicht zeigen. Und dann habe ich mir noch diese schöne Hose geholt, wo ich euch gestern sagte, mit Bambi. So, da ist Bambi. Und auf der anderen Seite hier steht Bambi drauf und da ist der Klopfer. Und diese Hose, die hat mir gestern ein Auge gestochen, wo ich mir die König der Löwenhose geholt habe. Und dachte ich, ja, eigentlich wollte ich die Hose ja auch schon immer haben, gell? Weil meine Schwester, meine ich, hat die Hose und meine Mutter hat die Hose. Und jetzt habe ich die Hose auch und die hat mir so gut gefallen. Und deswegen kam einmal die Hose mit. Genau. Richtig, hier habe ich nur noch den Kassenzettel. Also die Hose, wie gesagt, war ja für 9,99 €. Mein T-Shirt war für 3,99 €. Die Kette von meinem Mann war für 4,99 € und der Ring war für 2,99 € gewesen. Genau. So, die Tüte hier ist leer und mehr habe ich auch nicht gekauft. Genau, also die Tage muss ich nochmal, nächste Woche, muss ich nochmal in den Center Shop für ein paar Blümchen noch zu kaufen für unseren Garten. Und ich wollte mir diese Blumentöpfe, diese länglichen holen, die man an dem Zaun so einhängen kann. Genau, und davon brauche ich noch 3, 4 Stück, die ich hier vorne bei uns in den Hof schön hängen möchte. Und dort kommen auch richtig schöne Blumen rein, die so nach unten wachsen. Genau, aber das hole ich erst nächste Woche. Ja, genau. Jetzt weiß ich nicht, ob mir heute eventuell vielleicht nochmal ein paar Teile, also ein paar Lebensmittel noch einkaufen fahren, weil ja, im Globus kann man nur einkaufen fahren, wenn auch Angebote sind, sonst ist der Globus teuer. Und wir haben so unsere Geschäfte, wo immer unsere, also
Angebote sind. Und das ist meistens Kaufland oder Lidl. Und ich wollte sehr wahrscheinlich nochmal in den Lidl. Und ja, diese Getränke haben wir ja heute schon mitgenommen, bevor wir in den New Yorker und so gefahren sind, das Forum. Und die gehen ja auch nicht in der Hitze kaputt, sage ich mal. Und wenn man jetzt dann Wurst kauft oder Fleisch oder sonst irgendwelche Lebensmittel und lässt die im warmen Auto, dann sind sie nachher schlecht. Genau, deswegen haben wir da so noch nichts eingekauft gehabt und deswegen glaube ich, fahre ich lieber später nochmal in den Lidl kurz und kaufe noch ein bisschen Aufschnitt und Käse und so ein Kram. Und ja, das war's dann auch. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und dann würde ich sagen, alles andere schreibt euch in die Infobox. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao.